So, herzlich willkommen zurück. Kamera läuft. Ah, fängt schon ganz schön an zu stockern. Wird draußen langsam ganz schön dunkel. Egal. Was? Genau. Wir wollen loslegen, tatsächlich. Und zwar fangen wir mal an damit. Ja, wir könnten ja schon anfangen, nach Blei zu suchen, unten in den Höhlen. Aber ich würde mal sagen, das machen wir dann nächste Woche. Da haben wir dann mehrere Folgen Zeit, weil es wird wahrscheinlich eine etwas längere Aktion. Weil wie gesagt, wir brauchen ja 9 Stacks. Also, so. Da fangen wir jetzt lieber damit an. Bei uns hier, unterm Keller, also im Keller, neben dem Keller, da, einen kleinen Durchbruch zu durchbruchen. Und, quasi schon mal alles vorzubereiten für den Raum, der dann später hinkommen soll, in der Weise kommt. Da kannst du eigentlich schon mal... Du kannst doch schon mal rein. So, das heißt, hier kommt die Tür, die obligatorische Tür. Da muss man ganz kurz gucken, wie viel Platz habe ich nach oben, nach unten. Also, das Wasser ist auf... Okay, wir haben also, hier haben wir ja ein Dach. Das Dach ist 1 hoch. Und das Dach hängt hier tatsächlich in der Luft. Das heißt, wir haben unter dem Dach haben wir noch 2 Blöcke, die so bleiben müssen. Das scheint mir relativ wenig. Oh doch, das passt gerade so. Gerade so. Holy moly. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen, das Ding wegzubaggern, kommt da bereits das Wasser durch. Richtig? Beziehungsweise, nein, da müsste erstmal der Weg kommen. Das Wasser kommt erst viel später. So, ab hier müsste das Wasser kommen. Ja. Sehr gut. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Das wird ein echt ganz schön enges Fenster. Gut, wir können natürlich schon mal anfangen, hier runter zu gehen, direkt. Das können wir ja ein bisschen stylisch ausbauen, dass es später nicht so auffällt. Dann können wir quasi... Ne? Hier die Dinger quasi wieder zumachen, wenn wir ein paar mehr Steine hätten. Dankeschön, da haben wir ein paar. Daraus können wir noch mehr bauen und die können wir einschmelzen, können wir noch mehr bauen. Alter, so viele Steine. Wo ist der Ofen? Ofen ist da. Dankeschön. So, das heißt, Dankeschön. Ja, ich muss natürlich auch noch anordnen. So, ungefähr. Dankeschön. So. Jetzt wollen wir das. Haben wir noch Treppen? Haben wir noch Treppen nach unten? Weil wir brauchen definitiv Treppen nach unten. Das ist ja ganz klar. Ich brauche sowas von Treppen nach unten. Nein, haben wir keine mehr. Das ist hässlich. Das ist traurig. Also, da bin ich wirklich enttäuscht. So. Also, es wird so hässlich jetzt. Okay, wir müssen mal ganz kurz überlegen. Also, der äußerste Mantel hat eine Kantenlänge von 7x7. Also auch 7 in die Höhe. Oh, Nati 00 waren. Egal. 0000. Das heißt, wir brauchen, wie gesagt, unten soll das ganze Ding auf Standfüßen stehen. Und zur Decke sollte das Ding auch noch ein bisschen Platz haben. Das heißt, wir haben also eine Raumhöhe von 9 Blöcken. Mindestens. Das wird ganz schön hoch. Das wird echt ganz schön hoch. Holy shit. Holy shit. Okay, ja, dann können wir natürlich erstmal hier... müssen wir erstmal ganz schön tief runter. Die Frage ist, wo fangen wir mit dem Raum an, in die Breite zu gehen? Direkt hier oder lassen wir uns ein bisschen Platz? Doch, ich würde sagen, direkt hier. Macht halt am meisten Sinn. Macht halt schon Sinn, schon dezent. Alter, das wird aber... Oh! Wir haben sogar Schnelleingang. Sehr schön. Ja.
Ich glaube, den werden wir auch sogar gebrauchen. Dann kann ich nämlich hier erstmal runterkramen einfach. Alter, 9 hoch. Ich würde den Raum sogar 10 hoch machen, damit wir quasi in der Decke sogar noch ein bisschen Platz haben für Reserve, falls wir noch irgendwas machen wollen. Ich würde einfach 10 hoch machen. Bis zur Decke, wirklich bis zur finalen Decke. Also bis nach hier, hier und noch 10 Blöcke runter. Ich denke mal, das ist, können wir tatsächlich so machen. So, jetzt haben wir schon 5. Wir brauchen Licht. Wir brauchen definitiv Licht. Läuft hier was? Nein. Wir brauchen definitiv Licht. Hä? Was sucht denn gerade? Fackeln. Die sind doch hier. Und schon wieder unser Inventar wieder voll. Noch mal 8. So. So. Licht. Danke. Ein, zwei. Was? Das war jetzt ein bisschen sehr schnell. Das war jetzt 3 Blöcke, ne? Gut. Also 1, 2 und dann 1, 2, 3. 1, 2 natürlich. So, jetzt sind wir auf der Zielhöhe. Jetzt versuche ich mal da zur Treppe genau hier durchzubrechen. Nächste kommt hier rüber nämlich auch gleich wieder Licht rein. Haha. Dann haben wir hier quasi auch noch auch gleich sowas wie so Notausgang quasi, ne? Und etwas, wo ich jetzt reinfallen kann. Sehr schön. Wo ist der Eingang? Wo genau ist der Eingang? Da ist der Eingang. Ja, ich baue hier erstmal alles weg. Wie wir denn da später hochkommen? Ist eine gute Frage. Da muss ich mir mit der Treppe echt noch was einfallen lassen. Weil ganz ehrlich, so tief wie das hier runter geht, will ich keine gerade Treppe bauen, sondern ich werde wahrscheinlich eine Treppe bauen, die so im Kreis rumgeht. Da muss der Raum zwar noch einen Durchmesser anwachsen, klar. Das heißt, der Raum wird im Durchmesser 9x9 wird zu klein, 11x11 klingt realistisch. Ich mach mal 13x13. Das wird so riesig, Alter. Das wird so kacke riesig. Oh Gott. So, also 13 mal 13 habe ich gesagt. Ne? Dann müsste jetzt in die Richtung 6 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt perfekt. Dann kann ich hier quasi schon mal so eine Blöcke machen, dass quasi ein Abschluss ist. Da ist der Eingang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Jetzt in die Richtung nochmal das gleiche. 1, 2, 3, 4. Na, Digga, wie sehe ich hier gerade? Licht. Danke. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6. So, da oben ist der Eingang. Genau, aus der Höhe hier kommt die erste Mauer denn. Das heißt, die Blöcke hier waren komplett umsonst. Denn die Blöcke kommen nämlich auf die Höhe hier lang. Das heißt, hier muss ich jetzt einfach hochbauen. Ist es nicht günstiger von oben anzufangen? Bin ich jetzt eigentlich gerade dumm? Jetzt wollte ich gerade von unten. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Gut, ich muss auf jeden Fall nach oben. Und habe ich da irgendwas fallen lassen? Nö, alles gut.
Ja, ein sehr langer Rückweg. Aber gut, gut, wir könnten auch erstmal temporär eine Leiter anbringen. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Haben wir Leitern? Das müssten wir ja. Achso, bei Holz. Leitern sind aus Holz. Das macht irgendwie Sinn. So. Mit meiner Spitzhacke kam ich bis hier. Das heißt, ich muss quasi auf. Ist doch egal. Ja, relativ lange. Verbraucht noch relativ viel Strom. Hä? Warte mal kurz, bist du aus? Ah, das Ding verbraucht 5 Kilo. Oh, Kilo EU. Das war ganz schön teuer. Dann sind meine Batterien gleich wieder leer. Wir brauchen definitiv mehr Batterien. Wir brauchen definitiv. Okay, komm. Wir brauchen hart viele Batterien. So, in denen ist so drin. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Und hier sitzt überall. Egal, machen wir auch wieder rein. 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13 mal 2 Batterien brauchen wir. Ich will jetzt überall Upgrades drin haben. Die Scheiß-Technik verbraucht so viel Strom. Batterie. So, wir bekommen eine. Brauchen wir eine ganze Menge Holz. Wir brauchen also, was hatte ich gesagt? 13. Nein. Ich hab keinen Bock mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, doch 13. Kam mir gerade so viel vor, aber es ist so viel. Das heißt, wir brauchen 26 Batterien. Also brauchen wir 26 mal Zinn. Ja, sieht mir ganz so gut aus. Zinn. 52 mal Kupfer. Und ganz viel Holz. Bei Holz nehme ich jetzt einfach mal hier so ganz einen Block Holz mit. Hiervon am meisten. Wobei, gerade wenn wir davon am meisten haben, sollte ich vielleicht noch eher das hier mitnehmen. Wobei, nee, so normales Holz brauchen wir manchmal für spezielle Sachen, aber das kann ich aufbrauchen. Können wir mal hier ein bisschen so einen Kaltschlag machen. Ah, nee, davon aber auch noch sehr viel. Na gut, mal gucken, sollte reichen. Ja. Alter Schwede. Oh Mann. Du da rein. Ja, komm. Warte ich mal weg. Braucht auch 6000. Warum eigentlich 1000? Ah, ne, 500 nur. Okay. Achso, okay. Also einer braucht 500. Ja, ist ja schon. Ich meine, gut, wenn die Batterien jetzt voll werden, wäre es kein Problem. Sind's aber nicht. Das ist das Problem daran. So. Dann kann's. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Was habe ich denn heute gemacht? Achso, Werkzeug reparieren. Du weitermachen. Und wir bauen jetzt. Holz. Also, wir brauchen
Wie sag ich jetzt 27? Upsi, egal. Wir brauchen. Wenn man über drei Sachen gleichzeitig nachdenkt, ist deprimiert. Habe ich jetzt hier noch Zinn drin? Nein. Da kannst du doch weg. Zinn haben wir so massig, da muss ich nicht ein Ignat aufheben. So, jetzt kann ich in Ruhe denken. Also, wir brauchen 78. Also brauchen wir 156 Mal Holz. Noch 56, also ja, 60 Mal. Das war schon zu viel. Danke dafür. Batterie. Batterie. Nein, das bitte. Dankeschön. Alles. So. Oh Gott, da war ja was. Das gibt eine Katastrophe. Dort gibt eine Katastrophe. Was ist denn los mit dir? Dann haben wir einfach überall Upgrades drin, dann kann niemand mehr sagen, hey Ronny, das sind Upgrades. Das brauchen wir noch 10 Stück. Achso, ja, für die Akku selber. Genau. Damit die auch mehr lagern können. Was haben wir nämlich? 200, VO 240. Macht keinen großen Unterschied, aber es macht immerhin einen Unterschied. Ich möchte jetzt kein Gemecker hören. So. Und jetzt für noch zwei Batterien. Und damit braucht das Ding in Zukunft hoffentlich weniger Strom. So. Genau. Können wir hier auch noch Upgrades reinklatschen? Nee, hier Upgrades? Nein. Können wir hier ab? Nein. Können wir hier ab? Nein, kann ich auch noch. Ah, nein, auch noch. So. Achso, ja. Ich hab's ja hier. Ne? Dankeschön. Dankeschön. So, beziehungsweise brauchen wir gar nicht, wir bauen ja welches ab. Holz. Weg mit dir, weg mit dir. Dankeschön. So, jetzt mal überlegen. Also auf der Höhe kommt es weg. Wie hoch kann ich mit der Spitzhacke abbauen, wenn ich nach oben gucke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Also, ja, genau. Mein Standpunkt plus 4 Blöcke. Das heißt, ich muss quasi auf der Höhe hier bauen. Dann müsste ich sauber bis nach oben kommen. Genau. Aua. Ja. So. Das heißt, ja, Fackeln, alles schon ausleuchten, Arbeitsschutz geht vor. So, 1, 2, 3, 4. Genau, immer nämlich 4. So, das kann es doch Sinn. Beziehungsweise, ich kann eigentlich hier gleich noch einbauen, weil eben, ich muss ja ne, die Wandfläche austauschen.
Von daher muss ich also quasi noch mehr bauen. Holy shit. Das heißt, ich habe keine. Jetzt muss ich überlegen, was hatte ich gesagt? Also, das Ding, wir haben eine Kapazität. Wir haben 7 mal 7. Da kommen noch 4 dazu. Plus die Treppen. Plus die Außenwand. Das heißt, es kommen quasi insgesamt 8 dazu. Ja. Und 7 plus 8 sind 15. Also immer 7 in jede Richtung. 1, 2. 1, 2, 3 und jetzt nochmal 4. 1, 2, 3, 4. So. Da wird ein Schuh draus. So, und jetzt mal gucken. Die Ausdehnung ist jetzt schon mal richtig, richtig? Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich gucken, wie weit wir hier nach hinten bauen. Da muss jetzt auch 15 sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, da ist 10. Und dann kommen noch 5 dazu. 1, 2, 3, 1, 2. Ich fick dich. Kommt jetzt hier Wasser rein? Ich glaube ja. Ja, da kommt Wasser rein. Oder auch nicht? Hä, wie kann über uns Sand sein? Das gibt doch gar nicht. Obwohl, technisch gesehen schon möglich, aber ich brauche auf jeden Fall eine Schippe. Dankeschön. Okay. So. So, wie sieht's hier aus? Rein mit dir. Fällt dir Baumaterial runter? Ich glaub's ja. So, kleiner Bauweg hier. Genau, hier war ich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Sollte also hier alles passen. Ich weiß jetzt schon, dass mir diese Ecke den Tag vermiesen wird. Holy moly. Der war zu weit. Egal. Kommt eh eine Fassade drüber. So, damit haben wir hier auch schon mal. Jetzt haben wir hier tatsächlich also schon mal die vollständige Außenkante. 15 mal 15, hoffe ich. Das heißt,
1, 2, 3, 4, 5. Immer alle weg hier, damit ich mal hier ein bisschen Vermessungsarbeiten leisten kann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey Ronny, was machst du denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Also, und jetzt müssen alle perfekt im Quadrat sein. Und es ist tatsächlich. Also habe ich alles richtig gemacht. Yay! Woo! So, jetzt muss ich bloß noch überall nach oben buddeln. Beziehungsweise eigentlich könnte ich auch, ganz ehrlich, solange wie ich hier. Obwohl, warum eigentlich? So, erstmal hier wieder. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Du bist 0,5er. So, wie viel Energie verbrauchst du jetzt? Ah, nur noch 2000, das geht ja fast. Das kann man schon machen. Bis jetzt 5000. Also, es ist nicht mal ganz die Hälfte. Denn jetzt sparen wir ungefähr 2 Drittel. 2 Fünftel? Nein, wir sparen 3 Fünftel. So. Ja. So, das wird ja heftig. Ich hätte auch das Ding schon. Irgendwie erlöst das hier quasi alles. Das hier wird auch schon wieder obsolet. Der ist aber auch relativ schnell. Wenn er volle Power hat, ist er echt relativ schnell. Man kann sogar richtig zugucken. Lol, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, sagt der Specht. Das ist gar nicht mal so schlecht, Specht. Nice. Ah, das kann man schon sehen lassen. Das ist schon echt vernünftig. Was jetzt? Nein, hier. Du. Beziehungsweise eigentlich sollte ich immer von hinten arbeiten, das macht glaube ich mehr Sinn, oder? Ist doch egal. Also quasi hier vom Kleinsten immer anfangen und dann immer hochgehen. Aber ist egal gerade. Das ist mir gerade sowas von egal. So, jetzt müssen wir nämlich, ja, schon wieder nach oben guckenderweise bauen. Fangen wir ein bisschen hier an. Ja, das war nämlich klar. Ich sag ja, das wird mir echt den Tag, weil der mir noch diese ganzen Ecken. Ich mach mal so und so. Und so, so. Was hast du denn da? Genau so und so. Und so und so. Dann auch so und so. Jetzt komme ich mir gerade vor, das sieht hier ähnlich aus wie so das Spielfeld von Rauf und Runter. Hä, Ronny? Rauf und Runter? Brettspiel? Was ist denn das? Kenne ich nicht. Gibt's das auch für ein iPhone? Ah, natürlich ganz um die Sandschicht, ne? Die. Alter, so zu arbeiten, da krieg ich direkt Kopfschmerzen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier echt schnell reinfalle. Ja, wär ich fast? Nein, ich bin reingefallen. Und die Dinger vergrammen unsere Fackeln. Warum habt ihr es noch? So, auf jeden Fall mache ich dann hier tatsächlich doch mal zu. Zwei, drei, vier. 5. 6? Müssen das nicht 7 sein? Oder bin ich gerade verzählt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6, 7. Okay, alles gut. Hab mich nur verzählt. Sehr schön. Dachte gerade schon. So. Schön, dass wir hier direkt alle Fackeln wieder abbauen. Finde ich jetzt nicht so geil. So rum arbeite ich dann noch weniger.
So. Aufpassen, dass unsere Spitzhacke nicht vorzeitig zu Bruch geht. Oder, also, vorzeitig, also, dass sie nicht zu Bruch geht. Ich habe so Sand begraben, andauernd. Oh, Alter, ich, so nach oben guckenderweise zu denken, ich krieg grad so hart Kopfschmerzen. Den menschlichen Körper oder Geist oder die Wahrnehmung zu verwirren, ist echt einfach. So ein richtiger Psychothriller. Thriller. Er hat Thriller gesagt, der kann kein Englisch. So. Na gut, da haben wir die Oberhälfte also schon mal geschafft, tatsächlich. Da fehlt natürlich noch eine ganze Stücke. Also, das ist ja natürlich noch. Oh, jetzt habe ich auch die Steine abgebaut. Egal. Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Na, hier ist noch ein bisschen Platz. Können wir noch machen. So, bald ist die Spitzhacke kaputt. Also aufgebraucht. Aber schön zu sehen, was für Dimension das Ganze aufnimmt, annimmt. Das ist echt, das wird. Naja, Reaktor, ne? Ihr habt danach geschrien, nicht ich. Ich bin unschuldig. Oh, scheiße. Ja. Apropos unschuldig. Hupsili. Oh, wo kommen auf einmal diese Stückchen her? Was wird denn das? Was? Sorry, ich war gerade im Traum. Was gerade passiert? Ich habe nur gehört Spitzhacke. Was? Bist du noch heile? Doch, ich pass auf. Alles gut. Guck mal, hier, die ist noch heile. Die ist noch fast wie neu. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt muss ich aber echt mal Fackeln aufstellen. Sonst sehe ich wirklich nichts mehr. Ich mach die einfach hier so an die Wand. Oh, da fehlt ja was. So, jetzt müssen wir den ganzen Sand hier wegschüffeln. Ich meine, nicht leichter als das, aber. Ich wollte nur erwähnt haben. So, die Sache ist, wir kommen ja an die Decke später nicht mehr ran. Das heißt, wir müssen die Steine hier tatsächlich jetzt schon dagegen bauen. Möchtest du mal, fehlt dir was? Oh, ich habe ja eins. Ich war eins zu tief. Fuck. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Och nö, ne? Ist das nicht der Scheiß Ernst? Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, Ronny. Wäre es mir ein bisschen früher aufgefallen, ich habe gerade die ganzen Sätze weggeschüttet. Das war genau eine Ebene. Ah, Katastrophe. Ah, jetzt komm, mach halt hin. Oh Mann.
für eine Freude. Das ist eine Freude, eine herrliche Freude. Aber Ronny, warum ist jetzt überall zwei? Weil ich hoffe, dass es so schnell geht. Wobei, so lange, wie sie runterfällt, vielleicht hat einer die Ebene manuell macht, wahrscheinlich doch besser dran. Na gut, dann brauche ich halt eine Ebene. Ah doch, bin ich schneller. Definitiv. Oh Mann, ey. Ach ja, das Leben hat mich lieb. Ja, hier geht es schnell runter. Stein hat mir lieb ist tatsächlich. So, habe ich extra die ganze Nacht wieder aufgeschüttelt, damit ich jetzt hier oben das abbauen kann. Und ich mache das jetzt doch wieder weg. So, jetzt muss ich hier die ganze Erde nämlich auch noch abmachen. Hol schon noch überall die Fackeln, Alter. Oh, ist das. Nächste Werkzeug im Eimer. Gut, zum Glück ist das bei der Schippe nicht so schlimm. Deprimiert ist es trotzdem. Nur bei der Fackel, bei der Axt, da solltest du doch schon ein bisschen aufpassen, weil die ist gerade doch relativ teuer. Mit immerhin drei Regenbogendingern, wenn wir da 10.000 Äxte pro Sekunde verbrauchen oder Spitzhacken, tut ihm doch schon ganz schön weh. So. Jetzt würde ich nur gerne, wie wir da oben diese Dinger gegenbekommen. Da bräuchten wir quasi noch mehr Sand, damit wir hier noch eine Schicht draufsetzen können, damit wir da ordentlich an die Decke rankommen. Oder wir springen einfach. Was ein Abenteuer. Nein, du bleibst mal irgendwo halt, keine Ahnung. Wir haben auch viel zu wenig, wir müssen also definitiv noch mal welche machen. So ungefähr. So, wie sieht's hier aus? 0,7er kommt nach da. 0,8, 0,7, du bist 0,6. Dann kommt's jetzt. Ach du einfach, komm. Vielleicht jetzt noch warten, bis der andere fertig ist. Du
0,9, na Alter, es wird ja immer heftiger. Okay, ich brauch Platz. Ich brauch definitiv Platz. Da kriegst du ja Platzangst. Kann ich eigentlich dich hier als temporären Steinspeicher benutzen? Sehr schön. Ich werde die Steine da drinnen locker vergessen, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil wir haben mehr als genug Steine. Und irgendwann fallen sie mir wieder auf und dann kann ich sie immer noch wieder rausholen. Das ist mir wirklich egal. So, wir brauchen... Ach, komm mal raus hier. Wir brauchen ja eine relativ ungerade, saubere Zahl. Also brauchen wir noch 3 Stück. 1, 2, 3. Ja. Okay, dann kriege ich auch noch rein. Dann ist es genau eine durch 4 teilbare Zahl. Ist auch sehr schön. Dankeschön. So, jetzt kannst du angeschmissen werden, indem du da reinkommst. So, und die kommt nach da, nach da, nach da. Sehr schön. Sollte auf jeden Fall reichen für die Fläche hier oben. Hier beginnen wir? Nein, tun wir nicht. Muss man erst mal gucken. Also, 1, 2, 3, 4 ist der Reaktor. Dann zweimal Gang, einmal die quasi die Rundrum-Treppe, die nicht den gesamten Raum ausfüllen wird, ist aber egal. Und genau, da kommt jetzt hier die Mauer hin. Ist korrekt. Dann kann quasi, ja, ich muss einfach ab. Also ab hier. Ein Hoppelhäschen. Yay, yay, yay. Gut, dann können die Steine eigentlich auch weg. Wobei, nee, können sie nicht, weil man sieht es ja von oben. Ich mache sie trotzdem erstmal weg, die können wir später von oben manuell wieder hinsetzen. Beziehungsweise eben, die Steine müssen auch alle sein. Von daher stehen die eigentlich gar nicht, alles gut. Nö, da können die doch direkt wieder hin. Alles gut. Das heißt, du kommst nach. Da, da, da. Und du kommst noch da. Perfekt. So. Boah, Alter. Dankeschön. So. Ja, das ist eigentlich die gesamte Decke lang. Ach, welch spannender Job. Ein bisschen Licht. Und jetzt mal den Außenrahmen. Na, fängt der gut an. Das ist so bescheuert, Alter. Das darfst du ja keinem erzählen, Alter. Und, wie hast du so dein Dach gebaut? Ja, ich bin die ganze Zeit so rumgehopst und hab dann immer beim Sprung da oben so ein paar Partikel so reingeklatscht, so mit Uhu-Kleber. Ah, schön. Ja, fuck you. Ja, fuck you. Die erste Fuhre schon mal weg. Ey, du Ronny. Ich glaube, deine Springtaste klemmt. Du springst die ganze Zeit. Also wer jetzt noch kein, ne, kein, ja, ich weiß nicht.
keinen Hirnschaden davon getragen hat, sag ich jetzt einfach mal, ne? Der, der hat quasi die Prüfung des Lebens bestanden. Also, wer das hier kapiert hat, ne? Der ist definitiv mein Test fest. Dem kann nichts mehr anhaben im Leben. Der ist komplett abgehärtet. Das ist die Challenge des Lebens. Der Weg des Kriegers quasi, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt können wir hier eigentlich einen Rahmen drum machen. So, und an der Stelle, zum Eingang, müssen wir dann gucken, wie wir es da denn genau machen. Da bin ich jetzt erstmal ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall können wir das Ding jetzt erstmal weiter nach unten ziehen. Und das wird ein Spaß. Erstmal die Sonne wieder wegmachen. Das brauchen wir jetzt zum Glück nicht mehr. Ja, die Fackel lasse ich erstmal hier dran, weil wir bauen uns hier später mit der Wand wieder hoch. Von daher können wir die Fackel später wieder abnehmen. Die muss ich nicht jetzt abnehmen, umso heller ist es hier. Na? So, dann können wir die Schippe schon mal wieder in den Verlies sperren. Wie viel Energie das Ding halt braucht, ne? Boah, ey. Das ist echt heftig, Mann. Das ist echt heftig, mein Gott. Vielleicht dachte ich, kann ja jetzt für die Schippe reinknallen. Aber nee. Pustekuchen. So, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir. Oh, wir sind da schon quasi unten. Was? Haut das von der Höhe hin? Und jetzt hier die Decke. Ah, Decke. Und jetzt Decke. Und Decke. Decke. So, ich wollte die 7 plus die Bohnen, wo das Ding da drauf steht, also unten quasi noch einmal Luft, plus 7, plus 2 Luft über dem Ding. Also insgesamt eine Höhe von 10. So, jetzt ist aber oben die Decke, die haben wir. Das heißt, ab der Decke ist das quasi der erste Block. 2, 3, ja, danke dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann muss auch noch der Fußboden. Wobei ich den Fußboden. Hier können wir unten als Fußboden können wir tatsächlich glatten Stein lassen. Das finde ich optisch immer ein bisschen besser, wenn sich der Fußboden quasi von den Wänden und Decken abhebt. Das können wir tatsächlich so machen. So, das heißt, ja, wir sind tatsächlich so weit, so gut fertig. Können wir jetzt hier einfach. Eine Reihe fehlt noch. So ungefähr. Licht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und jetzt hier wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Licht. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Licht. So, und jetzt einfach zurückbauen. Upsala. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Ja, die Folge bekommt jetzt gerade ein bisschen Überlänge. Ist mir aber gerade egal. Ich will zumindest schon mal das Aushöhlen machen. Das dauert nicht mehr lange. Wandausbau machen wir dann bei der nächsten Folge auf jeden Fall. Aber das ist quasi zumindest schon mal hier, ne, so ein bisschen so. Ach Gott, man hat die Fackeln auf dem Boden. Was soll der Geiz?
können wir hier wieder unsere Abmessungsarbeit machen hier, ne, mit dem Kreuz. Ist die sicherste Methode, einen quadratischen Raum abzumessen. Auch bei rechteckigen Räumen funktioniert das gut. Allgemein ist es halt zum Abmessen eines Raums immer gut, sich ein Muster auszudenken. Weil beim Muster erkennst du halt sofort, wenn das Muster falsch ist. Ganz klar. So, genau, das kann ich einfach direkt hier alles aushöhlen und dann nach oben arbeiten. Fehlt noch eine Reihe? Ich will da noch eine Reihe. Moment schon mal. Oh, ja, fehlt wirklich noch eine Reihe. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich. Aber da hinten geht es auch noch weiter rein. Schon seltsam. Nein! Gut, ich muss hier sowieso noch ein bisschen, ne? Darf dafür natürlich nicht sein. Weil Ölflecken im Boden bei einem Atomreaktor sieht nicht gerade sehr zuverlässig aus. Das möchte wahrscheinlich keiner haben. Ich hab schon wieder die Spitzhacke kaputt gemacht. Ich hab schon wieder die Spitzhacke kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Ja, so viel zum Thema. Regenbogen schön sichern. Ne, wir haben nicht mehr so viel. Ich meine, wir haben zum Glück noch viel, aber nicht so viel. 1, 2, 3. Wie viel haben wir eigentlich noch? Ah, 40. Oh, wir haben noch ganz viel. Alles gut. Schwamm drüber. Haben wir jetzt noch einen Block? Nee. Den nehmen wir einfach mal einen Block. Achso. Haben wir echt keine Stöcker mehr? Ja gut, dann haben wir keine mehr. Dann machen wir uns halt welche. Och. So ungefähr. So, mal gucken, wie viele Spitzhacken wir noch über den Jordan werfen lassen. Oh, hier liegen Steine. Was ist denn hier los? Was denn hier passiert? Okay. Ich würde das gleich mal wegmachen, damit hier keiner sagen kann, ist es nicht weggemacht. Dankeschön. So, wie sieht es mit dir aus? Du bist fertig. 9er, 8er, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Da kommst du jetzt als nächstes du. Holy moly, Alter. Tja, mal gucken, was schneller fertig ist, ne? Der Raum mitsamt des Reaktors oder das Uran, was da rein soll? Ich meine, wir werden mit dem Reaktor selber noch eine Weile zu tun haben, weil wir sagen, wir müssen massig Blei suchen. Wir müssen diese ganzen Beton, diese ganzen, hier, explosionssichere Beton noch bauen. Also es ist schon noch eine Menge, was wir machen müssen. Von daher bin ich durchaus gewillt zu glauben, dass wir tatsächlich mit dem Raum nicht viel schneller fertig werden als was? Mit dem Uran. Genau. Mr. Sheep kommt zu Besuch, guck mal einer an. Wir machen hier eine Reihe nach der anderen, sonst kriege ich hier komplett. Sieht schon echt groß und beeindruckend aus, der Raum.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er so groß wird. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So ein Reaktor verbraucht echt schon ganz schön viel Platz. Das wird halt eigentlich unserem kleinen Let's Play eigentlich überhaupt nicht gerecht. So ein riesiger Reaktor für unsere kleine Bude, sag ich jetzt mal. Aber wie gesagt, der Reaktor ist auch nicht, weil er irgendwie sinnvoll ist für unser Anliegen, sondern einfach nur ne, nice to have und because we can und because it's funny. Das sind so die drei Hauptbeweggründe. So, damit sind die Mauern schon mal freigelegt. Jetzt können wir, upsala, nächste Folge, also da, wow. Digga, wie schnell die Spitzhacke aber auch kaputt geht. Kein Wunder, dass das Ding andauernd, über die Ohren geht. Die geht auch scheiße schnell kaputt. So, jetzt können wir nächste Folge damit anfangen, die Wände hochzuziehen. Wenn wir die Wände quasi hochlaufen, ne, dann können wir nämlich da um die Dinger wieder abnehmen. Aber so ist es jetzt halt erstmal heller. Das macht das Ganze wesentlich angenehmer. Sehr schön, der Fußmann ist auch perfekt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und der Rest kommt dann irgendwann später. So, ich nehme mal hier alles raus, weil ich nicht weiß, ob die Sachen protected sind. Nicht, dass sich hier jemand anderes bedient. Ja. Dann würde ich mal sagen, packe ich das Gestein in die dafür vorgesehene Gesteinskiste. Der Sand kann ich auch erstmal rein. Oh, Entschuldigung, die Kiste voll. Easy. Gut, dann soll es das mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.